Hallo. Ich wollte erst was sagen und dann wollte ich nichts mehr sagen. Ja. Ja, true story. Ich habe jetzt so einen Text mitgebracht. Es geht um ein Erlebnis, das ich damit verarbeitet habe. Los geht's. Auf dem Zettelchen am Ende der Schnur meines Teebeutels stand: Sei dir bewusst, dass du der andere bist. Dieser Satz machte mit mir, was eine Autokarosserie ist, an der noch nichts befestigt war. Ich war ratlos. Das ist schon ein Brett, das Teil. Ich meine, so einen Satz, ja, den muss man auch erstmal schreiben. Und bevor man den schreiben kann, da muss man den auch erstmal denken. Und das ist ja das eigentlich Interessante dabei. Es gibt Menschen, die in Büros sitzen, aus ihrem Fenster schauen und dabei denken, sei dir bewusst, dass du der andere bist. Fühlt sich jetzt nicht so richtig gesund an. Sei dir bewusst, dass du der andere bist. Lassen Sie sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Geht nicht, der liegt da wie ein fetter Rollmops. Ja, und ich frage mich natürlich, warum bin ich der andere? Ja? Warum ist nicht der andere der andere? Ich fühle mich ausgegrenzt und diskriminiert, ja? Und politisch unkorrekt behandelt. So funktioniert Rassismus. Sei dir bewusst, dass du der andere bist. Klingt nach einer Art Imagekampagne der AfD, die versucht, möglichst einfühlsam und höflich Menschen auszugrenzen. Quasi entspanntes Weghaten. Ja? Soziales Abhitlern, ja? Freundlich rumpegidern, ja? Einfach mal pädagogisch wertvoll den Trump raushängen lassen. Ja, du darfst existieren, kleiner Mexikaner. Natürlich darfst du existieren. Ja? Aber hinter der Mauer, falls du dich nicht erschießen. Ja, und falls du dich erschießen und du dann noch lebst und es irgendwie an die Grenze unseres Landes schaffst, dann darfst du trotzdem nicht einreisen. Sei dir bewusst, dass du der andere bist. Stell dir mal vor, diesen Satz liest ein Schizophrener. Ja, so, keine Ahnung, so ein... Ja, so ein klassischer Schizo halt, ja, der zwei Seiten besitzt, eine liebevolle und eine, die Bock hat auf Kettensäge, ja, und der Schizo denkt sich, Hallöchen, wuhu, Amoklauf, 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss verreckt sein, sei dir bewusst, dass du der andere bist, für diese geniale Leistung sollte man sich beide Hände vor die Augen halten, damit man mit dem Gesicht mit applaudieren kann, dieser Mensch, der sich das ausgedacht hat, der denkt sich auch Dinge aus wie AIDS oder Malaria oder Sami Slimani, ja. Jedes Mal, wenn ich jetzt Tee trinke, fühle ich mich falsch wie ein Komma in einem Satz. Halt dein Maul, ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn man diesen Menschen andere Aufgaben gibt. Sagst du zu dem, ey, hol mal zwei Kaffee. Dann geht er los und organisiert eine Beginner-Demo, ja? Oder kauft drei Sack Zement. Was haben eine Beginner-Demo und drei Sack Zement gemeinsam? Sie besitzen denselben IQ. Seid ihr bewusst, dass du der andere bist? Ich glaube, mein Delfin futzt. Ich glaube, mein Thunfisch knattert. Umso öfter ich diesen Satz lese, umso wahnsinniger werde ich. Hab mir gestern aus Therapiezwecken ein paar Alternativen ausgedacht und anschließend an den Teehersteller geschickt. Hier eine Auswahl. Seid ihr bewusst, dass du nicht der andere bist? Sei dir bewusst, du bist der Einzige, wenn sich in einem Raum außer dir sonst niemand befindet. Sei dir bewusst, dass du alles erreichen kannst, wenn deine Arme lang genug sind. Ich muss immer wieder selber darüber lachen, es ist so dämlich. Ich lese den Satz, sei dir bewusst, dass du der andere bist, einen ganzen Tag in meinem Kopf zirkulieren. Am Abend... Bei einer entspannten Milchschnitte verstand ich ihn dann doch noch. Das Jahr 2016 war für mich nicht das Beste gewesen. Trennung, Schicksalsschläge und im Allgemeinen viel zu wenig Geschlechtsverkehr. Gegen Ende des Jahres hatte ich ein Mädchen kennengelernt. Haare so schön wie ihre Beine und ihre Beine so schön wie ihr Lachen. Und die Lachen so ausdrucksstark, als könne es Beton sprengen. Und ihr Lachen sprengte Beton. Den Beton, den ich um mein Herz in alter Handwerkermanier zusammengezimmert hatte, als Donald Trump Präsident wurde, da knutschten wir und mein Gott, ihre Küsse schmeckten wie ein ganzer Sommer. Ihr Duft roch wie ein sehr, sehr guter Duft zu riechen hat, nämlich nach Lavendel und Vanille und Gewürzgurke. Ich lernte dieses Mädchen kennen, ich lernte es lieben und ich entwickelte in dieser kurzen Zeit eine große Leidenschaft gegenüber Gewürzgurken. Wenn man Gewürzgurken zum Frühstück isst, dann schmeckt die erste fantastisch,
Die zweite geht so und auf die dritte hat man dann schon keinen Bock mehr. Als das Mädchen aufhörte, mir regelmäßig zu schreiben, fühlte ich mich wie die dritte Gewürzgurke am Morgen, einfach keinen Bock drauf. Ich fragte mich, was los sei, ich verstand es nicht, weil ich war verliebt. Ich verstand es, als ich den Satz, sei dir bewusst, dass du der andere bist, verstand. In diesem Kontext bedeutet der Satz übersetzt, während ich einen Monat in Indonesien reiste, hat sich ein niederträchtiger, uneleganter und überaus schlecht aussehender Hurensohn sich zwischen mir... Hurensohn! sich zwischen mir und ihr dazwischen gehurensohnt. Ein paar unentspannte Wochen waren die Folge. Mein Leberwurstbrot aß ich seitdem ohne Gurke und ohne Senf und ohne Brot. Bis ich begriff, dass weder sie noch jemand anderes auf dieser Welt dafür verantwortlich ist, dass es mir gut geht. Ich bin allein dafür zuständig. Dinge sind, wie sie sind. Und das Wichtigste im Leben ist, das zu tun, wo man der Meinung ist, dass es das Richtige für einen selber ist. Vielen Dank.